Man darf alles machen in dem Turnier, bis auf Anfassen und Füttern, also in den obersten Klassen zumindest. Du darfst ihn motivieren, wie du möchtest, du darfst mit ihm reden, das ist halt nicht so stocksteif wie andere Hundesportarten, wo es nach Disziplin geht, sondern da ist Spaß und Kommunikation im Vordergrund. So ist Rallye Obedience für jedermann. Es können Blinde machen, es können Rollstuhlfahrer machen, es machen Hunde auch mit Handicaps, auch blinde Hunde sogar, also als blind Menschenführer, als auch Hund. Und ja, also ist für alles was dabei. Und viel Spaß bei der Fahrt. Danke.